Licht sehen und Augen auf. Immer schön in die Lampe gucken. Geh nicht so nah ran, Jung. Die Zugänge sind nur voll von Läusen, von Wanzen. Wenn ihr von uns küsst, dann wird stillgestanden! Fischer Kurt! Ja! Flack Peter! Ja! Frede Ernst! Ja! Grube Herren! Ja! Hartz Hans! Ja! Naumann Krone! Ja! Kühn Alfred! Ja! Lafrenz Walter! Ja! Neumann Hans! Neumann! Hier! Isau Hans Wilhelm! Ja! Fitzner Ludwig! Hier! Reif Wolfgang! Hier! Häusler Adalbert! Hier! Schulz Reiner! Hier! Schwend Jürgen! Hier! Feuer Ernst! Hier! Steinhorn Herbert! Hier! Schiedemann Hans! Hier! Fied Eiberts! Hier!
Niewald. Ja, komm runter, komm runter. Den Kopf in Vorhalten. Ja, mach das schon, Ärmchen hoch, Vorhalten, mach das. So, tschüss. Hör! Und kein Bewegung. Das sah ich euch. Runter mit dir! So. Und nun seht euch euer neues Zuhause mal an. Letzte Mal von außen. Du Schwarz, da klebt einer. Schalte mal den Strom ab, dass sie ihn rausholen. Was du nicht sagst. Ah ja. Das ist nicht in meiner Wacht passiert. Meldung liegt auf dem Tisch drunter. Der kehrt raus. Keine Meldung! Hast du gesagt? Der Rapportführer will den Draht hängen sehen, das wisst ihr ganz genau. Das kehrt sich aber nicht. Der Rapportführer, der will sie hängen sehen. Und was der Rapportführer will, was sie macht, liebe Jung, ja? Sonst bist du der Dussel nachher. Er schallt jetzt einfach nicht. Du kannst mich um meine Kreuzweiß. Was kannst du mich? Au! Und den Aufschritt! Und! Hier los! Das ist ein Irrtum mit mir, ein Irrtum, glaubst du mir. Das ist ein Lüg von dem, der wo das gesagt hat. Ich weiß gar nicht, ich bin da gar nicht rein. Und ab. Schreibstube wird nicht herauf, Menes. Deinetwegen lass ich mir keine 25 über den Arsch ziehen. Du kannst mich mal. Strafkompanie 41, Revier 2, ein Abgang. Hängt im Draht. Und wer hat Nachtwache gehabt? Uhrzeit, Meldung, hast du alles nicht mehr nötig, was? Hey, statt seine Kommune an oder die Pasozis. Ich melde persönlich dem Rapportführer. Frischfleisch ist eingetroffen, 20 Mann Zugänge, falls du es noch nicht wissen solltest. Aber ihr wisst ja immer schon alles, weil ihr so klug und weise seid. Moin. Die Kriminellen versauen uns das ganze Lager. Er ist der Kopf. Er muss weg. Wie? Du steckst dir viel Eikal. Greif doch mal durch. Ja. Ach, auch schon. Ein paar Wochen drin und mir Ratschläge geben. Hast du einen Vorschlag? Also los, deine Meldung, Katz. Pass auf, du Penner! Kopf hier! Nochmal! Abzählen! Komm! 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20! Achtung! Der Knochen war her. Was geht? Kommen Sie her! Schlafen wollen noch, was? Machen Sie die Vögel da mal munter. Jawohl, Oberscharfjahr. Wenn der Rapportführer kommt, wird Strange stand. Block 1 mit 146 Schäfling reingetreten. 6 Revier, 3 kommandiert.
2 mit 157 Häftlingen angetreten. 4 im Revier, 7 Kommandierte. Kannst du so stehen? Es geht schon. Strafkompanie mit 41 Häftlingen angetreten. Ein Abgang. B-Flügel mit 14 Bio-Forschern und 23 Zugängen angetreten. Wieso ein Abgang? Lagerältester 1 zu mir. Lagerältester 1 zum Rapportführer! Die Strafkompanie meldet einen Abgang. Ich sehe keinen. Der Tote hängt im Draht, Herr Rapportführer. Na und? Soll der bis Mittag stinken, Sie Arsch? Wo ist die Meldung? Der Älteste der Strafkompanie hat die Meldung verweigert. Ich bitte nochmals um die Ablösung von Menes. Mit Kriminellen lässt sich keine Ordnung halten. Schlau. Das könnte Ihnen so passen, Sie alter Bolschewik. Aber daraus wird nicht. Menes bleibt. Weggetreten. Das Ganze! Stillstand! Mützen! Ab! Schutzhaftlager Altendorf mit 436 Häftlingen angetreten. Danke. Sie vortreten. Sind Ihnen die Bekleidungsvorschriften bekannt? Jawohl, Herr Lagerführer. Und was ist das doch? Oberscharführer Eichner. Geben Sie dem Häftling Gelegenheit, die Vorschriften kennenzulernen. Jawohl, Oberscharführer. Heute Abend wirst du mich kennenlernen. Und zwar so, dass dir das Wasser im Arsch kocht. Ab! Sagen Sie dem Itzig, da er soll vortreten. Jacke aus. Jacke aus! Herr Lagerführer, es ist nur wegen der Kälte. Und hinter dem Krematorium, da liegen die Zementsäcke. Mal halten. Quatsch da was von Kälte. Klaut ganz einfach. Und keiner sieht's. So, ey. Bitte mir aus, dass künftig besser aufgepasst wird. Heute Abend frierst du nicht mehr. Und du auch nicht. Dafür sage ich persönlich. Lassen Sie abrücken! Jawohl, Obersturmführer! Lagerältester 1 zu mir. Außenkommandos und Werkstätten rücken vollzählig ab. Alles Übrige nach dem Appell auf den Platz antreten. Jawohl, Herr Rapportführer. Alles ohne festes Arbeitskommando bleibt nach dem Appell auf dem Platz. Arbeitskommandos, antreten! Aus für euch, ihr Arschlöcher! Tempo, Tempo! Bitte, wer in den Anzug rein? Alle, ein bisschen! Los, los, Beeilung, ihr Gelaufen!
Zwei Vorarbeiter Steinbruch zu mir. Jawohl, Scharführer! Zwei Vorarbeiter Steinbruch zum Abfahrtführer! Was ist das? Zwei Vorarbeiter Steinbruch zum Abfahrtführer! Hey, du gehörst hier, Mensch! Ihr bleibt heute hier. Ich brauche was Handfestes. Es geht rund. Abteilung! Kehrt! Mann und Steinbruch, 95 Mann und 2. Kommando, Rollwagen, 6 Pferde, 1 Mann. Hundezwinger 15 und 1. Und zurück, Marschmann! Hilling! Und keine Bewegung! Das sah ich euch. Herr Blockführer Schwarz, schalten Sie bitte den Strom ab. Ist da Strom drin? Der ist abgeschalten. Geh, hilf mir mal einer. Geh. Jetzt gerade, komm, greif zu. Gehen wir. Oh. Hopp! Wo kommt der hin? Da drüben hinter der Baracken. Ach, gerade da haben wir das neue Krematorium. Beim Tor geht's rein und beim Schürzstein geht's aus. Für euch und für mich auch. Springen wir nicht auf die Pfanne. Ich bin der Bimferdl, wir kennen ja jeder da. An diesem Vormittag empfängt Hitler in der neuen Reichskanzlei das diplomatische Korps zur Entgegennahme und Erwiderung der Neujahrsglückwünsche. Wir heben eine Grube aus. Ihr bekommt einen Springbrunnen. Sie sind doch so für Sauberkeit. Das geht mit Karacho heute. Die Lagerältesten sind mir verantwortlich. Jawohl, Herr Rapportführer. 20 Meter lang, 3 Meter breit, 2 Meter tief. Kapiert? Das macht 120 Kubik, Herr Rapportführer. Na und? Sind denn Tonröhren da und was ist mit dem Arbeitsgerät? Von mir aus nehmen Teelöffel. Bis mittags will ich keine Nase mehr über der Erde sehen. Eine schöne große Grube, Hermann. Und jetzt raucht der Laden! Vorarbeiter!
Hatten du? Wir haben ihnen Burger mal einen Bärenzwinger gebaut und einen Storchenteich und die Frösche haben wir auch noch gefangen. Also los, organisiert die Sache. Ich sag euch Bescheid. Das stinkt was. Scharfe Maloche, wa? Was ist da los? Sport. Wie sieht das denn hier aus? Naja, ich weiß nicht. Die ganze Ladenfeuer, kannst du Mist auf! Hilling! Halt auf! Halt Hilling! Halt auf! Stell dir das Vorschwein! Wir kommen weiter! Hilling! Hör auf nach dem Rücken! Hör auf, wenn wir nicht runter sind! Halt auf! Halt Hilling! Halt Stern! Was soll der verdammte Zirkus? Hier wird gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet! Das Schwein wollte sich bringen, Obersturmführer. Hat die ganze Mannschaft vollgekotzt. Wenn geprügelt wird, dann nach Vorschrift. Über den Bock, nackter Arsch. Jawohl, aber Sturmführer. Raus jetzt. Los, raus. Geh schon. Diese Extratouren. Lassen Sie mir sagen, dass er hier mit mir, der mir angeschaut hat, der hat nämlich gelogen. Ich will kein Scherz nicht sehen. Hier bleibt nichts oben. Nicht mal der Kopf. Eine Schabbe, eine Feste, eine Schabbe. Hinter diese Hosen, diese Pantine, wie soll ich dagegen können? Moment. Aus hier, Anzug. Ich will ja eine Weile bleiben. Moment. Nicht selber nehmen. Entschuldigung. Bist du wieder, Asik? Jack und Mütz? Weg, Mütz. Komm, komm, komm. Nehmt. Los. Schuhe. Ohne Schuhe ist er ein hier. Herr Sendler sieht aus, als ich es mal eingepennt. Bibelforscher. Hat schon mindestens 3 Jahre einen Steinbruch hinter sich. Na los, 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 los. Beeilung, Beeilung. Wieso sind wir hier hinter einem Extrazaun? Das hier nennt sich Isolierung. Vorne liegen die Zugänge. Die Bibelforscher hinten die SK. SK? Strafkompanie. Gibt's hier sowas wie einen Spiegel? Nebenan im Waschraum. Name? Springer, Ernst. Du kommst aus Buchenwald. Mit Zwischenstation bei der Gestapo. Er war 3 Monate mit mir in einer Zelle. Was wollten die Gestapo von dir? Mich aushorchen, wie du. Was läuft hier? Aufbaulager. 4 Baracken stehen, 16 sollen schweren. Bis zum Frühjahr sind wir randvoll. Gefängnisse laufen über. Wie ist eine Stimmung draußen? Eitler.
Beeilt euch! Um 9 Uhr kommt der Rapportführer. Name? Vollmer. Bittchen, meine Flasche ist im Koffer blieben. Ich hab Herzasthma. Herr Lara, für alle Fälle jetzt sagen, hier gibt's keine Krankheit nicht. Hier gibt's bloß Gesunde und Tote. Und dran! Und dran! Hau ran, du Drecksack! Los! Beilung, Beilung! Und Tempo hier! Mach schon, du Penner, wenn du das Video umgebrochen hast! Und mit Tarajo! Mit Tarajo, Leute! Ich schaff sie. Alle. Was glaubt ihr denn, was hier wird? Springbrunnen, hast du doch gehört. Glauben die doch selbst nicht. Na, dann frag doch den Pfarrer, was der glaubt. Der glaubt auch nicht mehr. Ihr lernt das noch. Und schneller. Und noch schneller. Das war Springbrunnen. Hey, hey! Schluss mit der Knüppelei, ihr seid nicht im Steinbruch. Ich hab Eisen auf den Hals, Mensch. Wir auch. Das ist der Kindersanatorium. Das ist der KZ. Und schneller. Und noch schneller. Ihr lernt das noch. Ich hab lieber Schaufel am Max, sonst gehen wir heute ein. Alle Mann. Los da, nicht einschlafen. Bewegung. Hat die von der Schreibstube sich einbilden, wa? Für die sehe ich schwarz durch. Bewegung. Ich sehe nur rote und grüne Winkel. Wo sind die Davidsterne? Juden arbeiten im Steinbruch, Herr Rapportführer. Und wie viele Simulanten drücken sich im Scheißhaus rum? Juden dran! Der Reich soll sie rausholen, aber Nalli! Tempo! Tempo! Heute passiert's! Richtig so! Ersche will ich sehen! Ersche! Sehr Schafler! Wer weiß, wo wohl von hinten ist, mich lieber! Und was wird das wirklich? Ich habe auch von Leuten gehört, die haben sich selbst begraben. Ach, ich soll das Stehkommando anschaffen. Die kranken Juden aus dem Waschraum. Wer hat das gesagt? Eichner. Hol sie. Das ist Mord. Hier ist alles Mord. Ich kann nicht. Das mache ich nicht. Nimm die Ältesten und die Schwerkranken. Die ist sowieso nicht mehr lange machen. Die übrigens stecken ins Krankenrevier. Seit wann dürfen Juden ins Revier? Regel das mit dem Revierältesten. Ich muss zum Bauhof nachsehen, was die Grube soll. Klar. Befehl vom Rapportführer. Wir müssen auf dem Platz arbeiten. Steine sortieren. Ich komme mit. Du auch. Du bleibst. Ich bestimme den Platz. Du, bitte. Ich überlasse mich mit dem Gegner. Du. Du. Du bleibst. Du. Seliger. Blau. Und du. Du nicht. Simon. Hoffentlich. Zu wenig.
Kranz zurück. Abs. Lokführer. Schon vorbei. Eisner will sie alle. Er weiß, wo sie hier sind. Hat die Rapportlisten. Bergmann. Stepper. Du. Du. Und Trautner. Seliger. Du. Du. Blau. Simon. Steinberger 1. Mein Vater kann nicht Lagerältester. Zum Appell müssen wir ihn tragen. Name, Alter? Fister Ludwig, geboren 1879. Du hast mich mit Herrn Rapportführer anzureden. Jawohl, bitteschön. Was hast du ausgefressen? Also, bewähl, Herr Rapportführer, wenn ich es gleich sagen dürfte, ich bin unschuldig. Das ist ein Irrtum mit mir. Hier liegen, gibt es hier 25 auf den Arsch. Vorstrafen. Eine 1931, Wilddieberei. Und was war es diesmal? Ein Haus, das ich geschossen habe. Aber ich schwöre es Ihnen, es war kein Haus. Gemeinheit war es von dem, der mich angezeigt hat. Und der Kanickel, was ein Wildschütz nicht schießen wird. Niemals nicht. Niemals. Und so was schickt man uns hierher. Was ist los? Komm, gut schön, wir haben so bei der Wirmaus. Na und du? Mein Mann, Hans, 26 Jahre, Friseur. Herr Rapportführer! Jawohl, Herr Rapportführer. Eingeliefert, weil ich einen Witz erzählt habe. Einem Kunden. Aha. War der gut? Heimticket 3 Monate, verwisst. Na, dann erzähl mal. Wir lachen hier auch gern. Das war es so gewesen. Weil sich doch der Führer gutstellen will mit dem Vatikan. Da schickt er zuerst den Papen nach Rom. Der fällt aber vom Pferd. Dann fährt Goebbels. Der kommt zurück mit dem Klingelbeutel für die Winterhilfe. Jetzt aus Göring ab. Sondermaschine. Nach 3 Tagen kommt ein Telegramm. Befehl ausgeführt. Vatikan brennt. Papst tot. Tiara Pastin. Treu, dein Göring. Und wie lange willst du für deinen Witz bleiben? Nochmal 3 Monate. In 3 Tagen hast du dich totgelacht. Heute Abend meldest du dich bei Bem. Bei wem sollst du dich melden? Bei Bem, Herr Rapporteur. Name? Springer Ernst, Jahrgang 09. Weshalb eingeliefert? Alter Hochverräter, erster wegen Buchenwalder Lagerführer. Ich bin Rapportführer Eichner, genannt Knochenbrecher. Jawohl, Herr Rapportführer. Also Hochverräter und Staatsfeind. Und Spanienkämpfer, Herr Rapportführer. Sieh mal an. Da unten raucht jetzt der Laden. Den Genossen geht der Arsch auf Grundeis. Klar, Herr Rapportführer, jeden das seine. Dich bauen wir um. Wir bauen hier jeden um. Schaff ich, Herr Rapportführer. Ich schaff alles. Siehst du, wir kommen uns näher. Gern hab ich die Frauen geküsst,
weil la di da, was in der Bluse ist. So, da bleibst du hübsch still liegen, mein Junge. Kommt noch einer? Das war der Letzte. Welchen Namen soll ich denn nur einschreiben? Irgendeinen. Du kriegst Bescheid. Und du kümmerst dich nicht um den da. Verstanden? Infektion? Prima. Kein Appell, keine Maloche. Bloß Primtüten rauchen darfst du nicht. Haben sie dir auch die Untermänner abgenommen? Na Mensch, Glotzpantin, Schuhe, dass man mal raus kann. Was bist denn du für einer? Politisch? Ich bin Aso von der Juni-Aktion. Mein Vater ist Zigeuner, ja? Charles Lafiole ist das. Ob du bloß einen Ball schiebst, du Unzelmann? In der SK nennen sie mich People, weil ich der Jüngste bin. Wie heißt du? Steht doch auf der Tafel. Ach ja. Hast du Brot? Nein. Hat mir Menes gebracht. Der Menes steht auf mich. Katz hat nichts. Katz? Ach so. Kneißt Eisen ab? Sterben fällt auch flach? Bist du kein Jude mehr? Soll ich mal mit Menes reden? Menes kann alles. Denn nicht? Du hast Glück bei den Frauen, Bellamy, denn du kennst sie am Arsch und am Knie. 2 Meter tief, 3 Meter breit, 20 Meter lang. Hier sind 458 Mann. Maßarbeit. Alle gehen rein. Und rein mit dir, den Gruben, du Drecksau! Wenn ich dich noch einmal in der Marke erwische! Heute geht's zu Jehova, Katzenstein. Alle Mann, Vorarbeiter. Was ist mit den Hebräern da? Warum schaufeln die nicht? Die sollen die Steine wegschaffen, Herr Rapportführer. Den Katz, den will ich heute Abend nicht mehr sehen. Ab! Hier, los! Wer seid ihr denn? Zugänge von heute früh. Und wie kommt ihr hierher? Zugänge gehören in die Isolierung. Befehl von Eichner. Er hat uns geschnappt auf dem Weg zum Revier. Beeilung! Tempo! Los, sitzen! Los, Katz! Bewegung! Komm, hilf mir raus! Keine Müdigkeit! Weiter, Tempo! Immer Tempo! Was ist denn? Mach weiter oder gib mir die Schippe!
Willst du beichten? Ego te absolvo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Das Pfaffenschwein! Dreht hier die Gebetsmühle! Wir sprechen uns noch. Ab in die Isolierung! Mann, 2 Jahre bist du jetzt im Lager. Musst du dir für einen Zujang in Rille legen, wa? Altendorf, 12. Januar 1939. Schutzauflage für Altendorf und so weiter. Betrifft Verwertung der abgeschnittenen Männerhaare. An das SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt, Amtsgruppe Römisch 2D und so weiter. Da es bisher aus technischen Gründen noch immer nicht zur Errichtung einer zentralen Werkstatt zur Verwertung der abgeschnittenen Männerhaare der Häftlinge gekommen ist, habe ich die anfallenden Haare an einen der bestehenden Verwertungsbetriebe weisungsgemäß an einen der bestehenden Verwertungsbetriebe abgeliefert. Punkt Absatz. Ekelhaft, dieser Krach hier. Ob man das nicht auch ein bisschen leiser machen könnte. Was habe ich gesagt? An einen der bestehenden Verwertungsbetriebe abgeliefert. Die bis jetzt hier gesammelten Schnitthaare wurden mit 30 Pfennig 50 je Kilogramm in Rechnung gestellt, Komma. Der Versand erfolgte porto bzw. frachtfrei, Komma. Die Beträge sind an die Reichskasse überwiesen worden. Punkt, Herr Hitler, Unterschrift und so weiter. An die Firma Topf und Söhne Erfurt. Betrifft, wir schreiben vom 4. Januar 1939. Sehr geehrte Herren, gerne teilen wir Ihnen mit, dass bei der Errichtung der Verbrennungsöfen in unserem Krematorium, Ihren Monteuren genügend Helfer, kostenlos für Sie, zur Verfügung stehen. Punkt, Herr Hitler, Unterschrift und so weiter. Nun komm, setz mal ab. Warte mal. Los, weiter. Nach links. Hier. Die hier, die schreien nicht. Und die schlagen noch nicht. Kohldampfhabig. Wir gewöhnen dich dran. Am ersten Tag gibt's Janisch und ab morgen verfaulte Kohlrüben. Moment mal. Kenn ich dich? Ich bin der Menes, der König der Strafkompanie. Raus mit euch! Wir gehen, wann's uns passt.
Wie heißt denn du? Meine Fleppel, ich beim Lagerführer, frag den. Nee, lass das nicht bei mir, Mann. Das macht jetzt woanders. Komm. Das ist ein Zugang von heute früh. Herzl auf dem Appellplatz. Denn bis bald, Neuer. Posten 2 zur Ablösung zur Stelle. Turm A, nichts Neues. MG gespannt und gesichert. Die kleine Blonde wartet, was? Wie weit bist du denn mit ihr? Nur no, mein Präservativ hängt halt jeden Morgen am Gartenzaun. Dass die andere wissen, es ist mein Mädchen. Du, ich hätte es fast vergessen. Da unten soll einer in der Draht laufen. Ein Jud. Der Paschke hat mir's gesteckt. Muss halt ein bisschen spannen. Die drüben auf Turm B sind auch scharf auf 3 Tage Sonderurlaub. Aber vorher entsichere ist auch wieder gegen die Vorschrift. Wenn du jetzt früh abdruckst, dann kriegst du 3 Tage Arrest. Ja, glaub ich, dann lass mal das anders rum. Ja, die ganz düstere weiße Mond. Genau am linken Weg, das müssen wir wählen. Aber hier habe ich ja keins. Immer gut. Kennt ihr den? Kennt ihr den? Was? Der sitzt im Stellen zu dem. Das ist ein Rundfunk. Der kommt aus dem Rundfunk. Wieder diese Gummiballons. Wo sind meine Bratheringe, du Jordanscheich? Es gibt gerade keine. Ich hab schon angemahnt. Essen Sie ruhig schon. Schnitzel. Was läuft? Der Arsch kocht in den Obersturmführer. Der Appellplatz war meine Visitenkarte. Wollen Sie bis Australien durchgraben? Die Kerle fangen sonst an zu stinken vor Langeweile. Dann lassen Sie sich doch was einfallen. Kruxhalle am Krematorium muss umgestapelt werden. Auf Platz für den Zellenbau. Jawohl, Herr Sturmführer. Morgen können Sie Neger sehen. Bier. Wie geht's zu Hause? Wie das heißt, so ist noch eine Versetzung. Für uns einen läuft der Dienst weiter. Die Frau hat's da schwerer. Und keine tun wir auch noch keine nicht. Macht der Älteste? Schwierigkeiten mit der Schule. Ein Kind muss sich gewähnen. Überall nur 1 Jahr oder 2 und immer neue Lehrer. Das wird jetzt aufweichen. Wir bleiben. Jedenfalls solange wir noch keinen Krieg haben. Dann stellen sich uns größere Aufgaben. Durch. Die lassen jetzt zuschaufeln. Der Appellplatz sieht mir abends wie geleckt aus, verstanden? Jawohl, aber schon, Führer. Da bleibt keine Delle. So, mein Junge. Tja, du bist fein raus. Die anderen müssen durcharbeiten. Die kriegen heute Abend erst was. Na, wo steckt denn dein Obermann? Mendes war hier. Er hat ihn mitgenommen. Hat er mit dir gesprochen? Weiß er was? Sag die Wahrheit, Junge. Er weiß. Ich hab mich versprochen. So was Verrücktes. Und da hat man dir gesagt, du siehst nicht gut, du hörst nicht gut, du weißt von gar nichts was ab.
Mehr fällt von mir nicht ab, wa? Den Hauptreibach muss ich abliefern. Krümel hier halt. Na, immerhin. Der SS-Küchenbulle ist freier drauf. Deswegen sind wir ja hier. Wir haben nämlich andere Sachen im Petto, wa? Judenso, grün und Eis. Dreikarätig. Mensch. Das können die Riebe kosten. Oder man kommt weg mit der Sohre. Du hast einen Küchenbullen in der Hand. Für halbe halbe schafft er uns raus. Amsterdam? Sehen wir uns gerne mal an. Schlag ein, Pauker. Warst immer ein altdeutscher Junge. Nee. Ich hab draußen noch die Zilli zu laufen, mein bestes Pferd. Die Zilli soll mir denunzieren, den Krieg eine neue Verhandlung und hiermit Paragraph 181 ab nach Brandenburg. Festes Haus. Da ist es warm. Na, Schwabel. Natürlich Fehlanzeige. Keine Zeichnung, kein Material, nichts. Für nichts lassen die doch keine Grube ausheben. Ich weiß es doch auch nicht. Vielleicht ein Massengrab. Und wir schaufeln uns selber ein. Das hat es doch noch nie gegeben. Seit 33 hat es immer irgendetwas noch nie gegeben. Wozu dann der Lageraufbau? Wozu das Krematorium? Auch die SS hat eine Art Logik. Logik? Was ist unsere Logik? Wir selber bauen doch die Lager für Sie auf. Das müssen wir, um zu überleben. Und Sie benutzen sie, um uns umzubringen. In unserer Lage können wir nicht Gewalt mit Gewalt beantworten. Sie haben die Macht. Aufstand wäre Massenselbstmord. Und wenn heute Abend sowieso keiner mehr von uns lebt? Wenn. Weißt du's? Da ist noch der Fall Springer. Zugang von heute früh. Genosse. Und? Eichner hat gesagt, wir kommen uns näher. Seit wann kommt ein SS-Mann einem Genossen näher? Das sagt Eichner oft. Und die Verlegung von Buchenwald und die Gestapohaft? So schleicht man eine Spitzelei. Euer Misstrauen immer ist einfach lächerlich. Hier singen noch die Toten. Springer soll kommen. Und sag euch Bescheid. 1782 zur Schreibstube. 1782 zur Schreibstube. Komm, komm, ihr Hunger. Wir sind müde. Schneller, ihr Drecksäu. Noch schneller. Los, los, los. Da war's für die Übernachtung da oben. Los, Heilung! Alter, hier schmeißt rum die Mutter. Tempo! Ich heiße Karl Herrmann. Vorher war ich Kaderleiter in Berlin. Das ist Alwin Reusch, SPD-Landtagsabgeordneter. Du bist Genosse, du kennst die Spielregeln, ich spare mir also die Vorrede. Wir haben einen Verdacht.
Welchen? Dass sie dich als Spitzel hier eingeschleust haben. Begründung? Du warst in Spanien. Jetzt bist du wieder hier. Warum? Die Interbrigaden wurden zurückgezogen. Franco steht vor Barcelona. Man kapituliert vor Hitler. Wer? Wir. Alle. 33 haben die Bürgerlichen vor Hitler kapituliert. Wir nicht. Wir haben gekämpft. Ja, gegen die Sozialfaschisten von der SPD. Damals war das richtig. Und heute ist ein netter Gesprächsstoff für lange Abende im KZ. Du bist nicht zum ersten Mal drin. Du bist uralt Lavendel. Also antworte, warum bist du wieder nach Deutschland zurückgekommen? Wegen meiner Frau. Antworte. Die Frage ist beantwortet, Karl. Nicht so hastig, Alwin. Du bist seit 11 Jahren in der Partei. Du hast lange genug gelernt, was richtig ist und was falsch. Du warst in Spanien und bist ohne Auftrag wieder zurückgekommen. Das war ein Fehler. Du warst in der Illegalität und wolltest zu deiner Frau. Gegen alle Regeln der Konspiration. Er hat sich gefährdet, sie, und jetzt gefährdet er vielleicht auch uns. Was das Schlimmste ist, er weiß das alles ganz genauso gut wie ich. Stimmt. Bleib ruhig hier, Alwin. Du führst lange Verhöre für nichts. Während Eichner das halbe Lager zusammenschlägt. Draußen wird gerade krepiert. Du machst es dir leicht. Wegen meiner Frau, sagt er, und du wirst weich, das genügt, denkst du. Und was ist, wenn sie seine Frau eingesperrt haben, ihn deswegen unter Druck setzen können? Dann gehen wir über den Bock. Menes wird Lagerältester. Und die Kriminellen übernehmen Altendorf. Was dann passiert, kannst du dir denken. Ich bin kein Spitze. Woher sollen wir das wissen? Im Bürgermeister habe ich erlebt, dass ein Genosse den anderen ans Messer geliefert hat, einer einzigen Brotration wegen. Rüttichs Schreiber hat seine Akte eingesehen. Vermerk RU. Rückkehr unerwünscht. Na und? Das hat die SS vielleicht noch aufgeschrieben, um uns zu täuschen. Dieser verrückt, Karl. Wenn er ein Spitze ist, dann ist das Sicherste, wir kümmern uns nicht um ihn. Er kommt zumindest in die Eskade, ist dann spätestens eine Woche fertig. Und wenn er kein Spitze ist? Das ist das Risiko. Aber das Kleinere. Dann hat es nur sein Leben gekostet und nicht vielleicht 50. Ich kann nicht beweisen, dass ich kein Spitzel bin. Richtig. Und ich kann mich nicht bei der SS nach dir erkundigen. Es gibt noch eine Möglichkeit. Welche? Wir vertrauen ihm. Vertrauen? Vertrauen ist was für draußen. Hier muss man wissen. Sie schaffen, dass sie uns gegenseitig fertig machen und ihnen die Arbeit abnehmen. Das ist doch, was sie wollen. Entscheide. Was machen wir mit ihm? Nichts. Wir beobachten ihn. Was wird mit den Juden im Revier? Wie willst du die verbuchen? Das kann uns den Kopf kosten. Das bringen wir in Ordnung. Wir versuchen es jedenfalls. Mit den Augen arbeiten, langsam, wenn keiner da ist.
weiß. Erich, was ist? Verstehst du kein Deutsch mehr? Eichner hat gesagt, den will ich heute Abend nicht mehr sehen. Mach ihn fertig, Mann. Rück nach. Macht ihr das? Ist wohl selber auf den Haufen, wa? Ich bin Grüner. Ich hab 12 Vorstrafen wegen Diebstahl. Aber ich schlag keinen tot. Oh, Mann, nichts Neues! Ja, der hält sich an dich. Geh, du planieren! Kannst du auf der Schulter tragen. Geh! Tempo, Tempo, Beilung! Los, los, Bewegung! Hier, Tempo! Bitte schneller! Du lässt die Hände von Katz. Ich bin auf ihn angesetzt. Die hauen mich sonst in die Pfanne. Wir decken dich. Gegen Eichner? Wie würde Ihnen der Pfahl gefallen? Erstes Gebot, du sollst deinem Vorgesetzten antworten. Jawohl, Herr Reportführer. Siehst du, wir kommen uns näher. Jawohl, Herr Reportführer. Also, wir binden deine Hände auf den Rücken zusammen. Dann ziehen wir dich an den Handgelenken hoch. Hast du schon mal gehangen? Nein, Herr Reportführer. Wenn wir dich nach einer Stunde herunternehmen, kannst du keinen Löffel mehr halten. Du schlabberst dein Fressen von der Erde. Jawohl, Herr Reportführer. Du denkst, da hilft dir einer. Von oben. Jawohl, Herr Reportführer. Ist aber nicht. Beim Abendappell, da vergessen Sie Ihren lieben Gott. Das geht ruckzuck. Links um. Mütze auf. Sachsengruß. Da. Da drüben gehst du rein, Katz, zwischen Tom A und Tom B. Sie kallen von zwei Seiten, es geht ganz schnell. Ich soll dich totschlagen, Katz. Eichner hat gesagt, er will dich abends nicht mehr sehen. Ich hab nichts gegen dich. Geh in den Draht. Los, bring die Kastanie weg und da drüben festrappeln. Los, Katz, so später nicht. Los, beeil dich. Das sind so Sachen unter euch. Der Lagerführer sieht solche Eigenmächtigkeiten nicht gern. Und Sie haben Platzdienst. Holen Sie sich mal den Katz her. Am besten, es kommt keiner an ihn ran. Vielleicht die Vordirigieren, damit der Schwung reinkommt. Der Furz weckt aber den Angstverein. Das ist gute Idee, Sie. Und Judaren tot! Und Judaren tot! Und Judaren tot!
gemacht, Alwin. Was? Mit Katz. Solange der dirigiert, kann ihm nichts passieren. Hau ab, Mels. Nicht so rasch. Du kennst mich. Wenn Eichner sagt, einer muss weg, dann muss er weg. Aber Katz ist Blockältester, einer von uns. Da stehe ich in der Schreibstube. Doch nicht für umsonst. Was willst du? Ein bisschen entgegenkommen. Manchmal. Freie Bahn im Tüchtchen. Hartnäckig. Das wird dann auch leid tun. Katze erst. Und Judah lebt tot. Und Judah lebt den Tod. Und Flachmachen. Und alles schön. Flachmachen. Flachmachen, hab ich gesagt. Judah lebt tot. Und Judah lebt tot. Und Judah lebt tot. Was ist denn das? Ich will mich ja nicht einmischen, Scharführer, aber der zweite Lagerälteste hat sich ganz schön angeschissen. Was hat der? Der Rapportführer will Katz heute Abend nicht mehr sehen. Nachher sind Sie dran. Judenmühlenstjung. Lassen Sie mal einen Scharführer. Das bringen wir schon in Ordnung. Hey, Katz. Der Scharführer will dort. Mensch, verstehst du die Deutsch? Schatz wartet! Und Judah den Tod! Dingmütz, die kannst du abreißen. Aber den Befehl befolgen, das kannst du nicht. Ich hab dich sagen lassen, herkommen! Ich hab's gesagt. Du bleibst, Alwin. Da ist nichts mehr zu machen. Du bleibst schön hier, du. Mütze ab. Hol den Mütz. Du sollst den Mütz holen. Das ist ein Befehl. Die Juden bleiben im Revier. Ich habe mit Fischer gesprochen, er macht mit. Wir buchen sie aus, sie kriegen andere Karteikarten. Die von den Toten heute.
das Ketten buchen wollten mit ein paar tausend Häftlingen. Aber hier? Wir müssen es riskieren. Steinberger. Noch 5 Jahre. Noch 10 Jahre. Sie kriegen alles zurück. Alles. Und Bewegung! Schön weg mit dem Schneematier! Also macht man! Pico Pelo wird das Platz hier! Noch schneller hier! Machen Sie bitte das Licht an, Eichner. Was war denn da vorhin für eine Knallerei im Lager? Ein Häftling wurde bei einem Fluchtversuch erschossen. Der Jugendälteste. Noch was? Meldung bei Sturmführer draußen, alles glatt. Keine Delle. Links, 2, 3, 4, links. Links, links, 2, 3, 4, links. Links, links, 2, 3, 4, links. Links. Links, 2, 3, 4. Katalog! Halt! Hey! Up! Weggetreten! Na siehste, was war heute? Gar nichts. Und morgen wird auch nicht sein. Du bleibst. Mensch, sag doch was. Ist doch schön hier. Hat Fischer was gesagt, wie es meinem Vater geht? Gleich kommt Suppe. Spielen. Scheiße. Morgens und abends das Arschloch immer schön sauber waschen, das ist das Wichtigste. Das war nur ein Tag. Der erste. Bald zählst du es schon gar nicht mehr. Vielleicht scheißt du später auch, Drecksack, Muselmann, Stinkjude. Wer man ist, weiß man immer erst hinterher. Los, 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 raus, Drecksack! An diesem Abend sind die Theater ausverkauft. Man geht ins Kino, ins Varieté, in ein Restaurant. Man bleibt zu Hause und hört um 20.10 Uhr die Sendung »Wir spielen zum Tanz«. Man applaudiert einer Tanzmeisterschaft. Isoliert Block 3, Auflüge, Strafkompanie mit 39 Häftlingen angetreten. 2 Abgänge. Augen, gerade, aus, und euch. Erzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isolierung B-Flügel. 14 Bibelforscher und 42 Zugänge angetreten. Ein Abgang. Augen, gerade, aus, und euch!
vier, los, fünf, sechs, nochmal! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hände runter. Mütze ab. Ich mache keine Meldung. Sie müssen auch nicht in die Strafkompanie. Sie brauchen nur zu sagen, ich war mal Pfarrer, ich bin ein Schwein. Ich bin ein Schwein. Lauter! Ich bin ein Schwein! Gott ist ein Schwein! Gott ist ein Schwein. Auf! Sieh nicht hin. Sie rufen mir einen Spruch laut während des APs. Dann hole ich Sie herunter. Angetreten. Sechs über vier und drei Quadriert. Block 2 mit 157 Häftlingen angetreten. Vier im Revier, sieben Kommandierte. Strafkompanie mit 39 Häftlingen angetreten. Zwei Abgänge. B-Flügel mit 14 Bibelforschern und 42 Zugängen angetreten. Ein Abgang. Block 4 mit 108 Häftlingen angetreten. Vier Abgänge. Sie hören! Schutzhaftlage Altenhof! Grün euch! Nochmal. Eins. 146. Revier. Sechs. Kommando. Drei. Zwei. 168. Revier. 4. Kommando. 7. 3 SK. 31. 2 Abgänge. Revier. Keiner. Kommando. Keiner. B. 14 Bibelforscher. 42 Zugänge. Ein Abgang. Revier. Keiner. 4. 108. Revier. Keiner. Kommando. Keiner. Ja, 48, Scheiße. Also, 1. 146. Revier. 6. Kommando. 3. 2. 168. Revier. 4. Kommando. 7. 3 SK. 39, 2 Abgänge. B. 14 Bibelforscher, 42 Zugänge. Revier. Keiner. Kommando. Keiner.
149. Wir geht reden. Zum A, nichts Neues! Degen! Mützen! Ab! Schutzhaftlage Altendorf mit 449 Häftlingen angetreten. Danke. Sie Bock, das mal wieder vornehmen. Vielleicht Schafhörer exerzieren ansetzen. Gute Idee, längst machen. Jawohl, was stimmt so. Hat nichts gemacht. Noch nicht. Wer hängt da am Fall? Der Pfarrer. Grund? Er hat während der Arbeit gebetet. Der Mann hängt eine Stunde nach Vorschrift vor versammelter Mannschaft. Dann lassen Sie ihn runterholen. Aber heil. Brauch keine Märtyrer. Aus gegebenem Anlass erinnere ich an die Worte des Reichsführers. Es gibt einen Weg zur Freiheit. Seine Meilensteine heißen Gehorsam, Fleiß, Ehrlichkeit, Nüchternheit, Sauberkeit, Opfersinn, Ordnung, Disziplin und Liebe zum Vaterland. Mützen! Auf! Friedrich! Schwarz, kommen Sie her. Greifen Sie sich die Versager von heute früh, den mit dem Schal, den Stinkjungen mit dem Papiersack und die Pfeife von heute Nachmittag, dem Vorarbeiter 632. Wegen Nichtausführung eines Befehls. Jawohl, Herr Schafhörer! Der Mann mit dem Schal! Vortreten! Zu mir! Der Jüter! Bin Papiersack! Zu mir! Vorreiter 36! Zu mir! Mützen auf! Jans Abteilung, geht! Kniebeuch! Und hüpfen! Hüpfen! Nicht so langsam, schneller, hab ich gesagt! Und hüpfen! Hüpfen, hinlegen! Auf! Und zurück, mach, mach! Hinlegen! Und auf! Und rollen in den Zeug! Wollt ihr wohl rollen? Und hinlegen! Auf! Und hinlegen! Und auf! Das bringt es euch frei. Hinlegen! Und auf! Und zurück, was macht? Hinlegen! Und rollen! Wollt ihr wohl rollen, ihr Drecksäul? Und rollen, hab ich gesagt, und auf! Und knie euch! Und im Laufschritt! Hinlegen! Und zurück, was macht?
Guckt euch das Biest an! Jetzt lacht der Vorloch noch! Hoch, hast du gesagt! Und das Ganze halt! Sattel halt! Zurück, Maschmasch! Ihr lernt das noch. Sag ich euch. Das lernt ihr noch. Das lernt ihr noch. Und hinlegt!